Überlebenstipps Metalldraht. Um in der Wildnis Trinkwasser zu sammeln, wickle eine Plastiktüte um einen belaubten Ast an der sonnigen Seite eines Baumes. Blätter enthalten Feuchtigkeit, sodass sich in der Tüte Kondenswasser bildet. Du kannst auch mehrere Tüten an mehreren Ästern anbringen, um mehr Wasser zu erhalten. Doch vergewissere dich zuerst, dass du nicht das Wasser einer giftigen Pflanze sammelst oder auch nur eine anfasst. Merk dir das Folgende: An Blättern dreien lass es sein. Wenn jeder Stiel drei Blätter hat, die aus drei kleineren Stielen wachsen, nicht anfassen. Sie kann dich krank machen oder Juckreiz auslösen. Sagen wir, du bist in einem Gewässer, das etwas tiefer ist, als du groß bist, und deine Hände sind hinter deinem Rücken gefesselt. Überlebensexperten und Expertinnen raten dazu, ausatmen und den Körper sinken zu lassen und sich dann am Grund abzustoßen und oben Luft zu holen. Stoß dich so lange weiter hoch, bis du es aus dem Wasser schaffst. Bei tieferem Wasser beuge deine Knie und krümme deinen Rücken, um einen Atemzug zu machen. Streck mit aller Kraft deine Beine aus, dann solltest du in der Lage sein, auch mit gefesselten Händen an Land zu trittschwimmen. Wenn du das nächste Mal ohne Licht festsitzt, kannst du Kreide als Kerze benutzen. Die brennt bis zu 30 Minuten lang. Entscheide dich bei einem Waldbrand, abhängig von der Windrichtung, wohin du entkommst. Bläst er in Richtung des Feuers, solltest du ihm entgegenlaufen. Doch weht der Wind von hinter dem Feuer in deine Richtung, nimm lieber senkrecht dazu Reis aus. Damit weichst du sowohl den Flammen als auch den vom Wind getragenen Funken aus. Wenn du in kaltes Wasser gefallen bist und nicht an Land schwimmen kannst, halte deine Knie fest an deine Brust. Sind noch andere Personen bei dir, kuschelt euch aneinander, um euch warm zu halten, bis Rettung naht. Benutze kein Wasser, um einen Fettbrand zu löschen. Wasser und Öl mischen sich nicht, also wird es das nur noch schlimmer machen. Du musst das Feuer ersticken, indem du ihm den Sauerstoff entziehst. Lege einen Metalldeckel oder einen feuchten Lappen darüber. Um aus einem Kofferraum zu entkommen, oh, was für ein Tag, finde die innere Kofferraumentriegelung. Das ist ein Griff, der im Dunkeln leuchtet. Seit 2002 ist diese Option bei in Amerika hergestellten Fahrzeugen Pflicht. Handelt es sich um ein älteres Auto, reiß die Drähte aus den Bremslichtern und tritt sie heraus. Dann bist du in der Lage, deine Hand hindurchzuschieben und andere wissen zu lassen, dass du Hilfe brauchst. Solltest du eine analoge Armbanduhr tragen, kannst du sie als Kompass verwenden. Leg sie flach in deine Handfläche, richte den Stundenzeiger auf der Nordhalbkugel nach der Sonne aus. Süden ist dann genau auf der Mitte zwischen dem Stundenzeiger und der 12. Bist du auf der Südhalbkugel, richte stattdessen die 12 direkt auf die Sonne. Eine Biene, die konsequent gegen dich knallt, ist Anzeichen eines Schwarms, der zustechen will. Also such so schnell wie möglich einen Unterschlupf. Und trage an Orten, wo es Bienen gibt, keine dunkle Kleidung. Die finden sie bedrohlich, weshalb sie oft mit Verteidigung reagieren. Ist dein Auto in einer abgelegenen Gegend ohne Handysignal liegen geblieben, verbrenne einen deiner Reifen. Dicker schwarzer Rauch erregt ganz sicher Aufmerksamkeit. Lege deinen elektronischen Autoschlüssel vor dem Schlafengehen immer auf deinen Nachttisch. Hast du nachts einen Einbrecher, drücke den Panikknopf. Das Geräusch des Autoalarms wird ihn sicherlich verjagen. Jetzt stell dir vor, dass jemand vorhat, deine Hände mit einem Metallkabel zu fesseln. Halte die Ellbogen dicht an deine Rippen gepresst. Auf diese Weise hast du etwas zusätzlichen Platz zwischen deinen Handgelenken, wenn du die Arme ausstreckst. Drehe vorsichtig deine Gelenke, um eine Hand hindurchzuziehen. Sagen wir, dir ist in der Wildnis das Essen ausgegangen. Oh Junge. Du kannst tatsächlich die Rinde einiger Bäume essen, vor allem die von Birken und Pinien. Trenne die rauere, dunklere Außenrinde ab, um an den weichen Innenteil zu gelangen. Du kannst sie roh essen, aber brätst oder kochst du sie, lässt sie sich leichter kauen. Gehe Treppen niemals mit den Händen in den Taschen hoch oder runter. Solltest du ausrutschen oder stolpern, musst du in der Lage sein, nach dem Geländer zu greifen oder deinen Kopf zu schützen. Um ein gefrorenes Autoschloss zu öffnen, schiebe einen Trinkstrohhalm in das Schlüsselloch und puste ein paar Mal hinein. Die Wärme deines Atems wird das Schloss auftauen. Bereite vor einem Campingausflug ein paar Wattebällchen vor, die du in Vaseline einweichst und dann in einen verschlossenen Behälter legst. Damit hast du immer perfekte Anzünder. Um aus Treibsand zu entkommen, lege zuerst alles Schwere ab, das du an dir trägst. Das macht dich leichter. Bis dann, Paul! Oh, verlagere dein Gewicht auf ein Bein und wackle mit dem anderen langsam seitlich hin und her, um es an die Oberfläche zu bringen. Bringe dieses Bein in eine kniende Position und befreie das andere genauso.
Bei tieferem Treibsand versuche, auf deinem Rücken herauszurollen oder zu schwimmen. Mach es nur langsam und atme tief durch. Um zu verhindern, dass die Fenster deines Autos innen beschlagen, halbiere eine Kartoffel und reibe die Scheibe mit dem offenen Teil ein. Solltest du ohne Insektenspray in der Wildnis festsitzen, reibe jegliche freie Haut vorsichtig mit einem kleinen Pinienzweig ein. Der Duft des Pinienöls hält Mücken fern. Kommt es zu einem Erdbeben, verstecke dich unter dem nächsten stabilen Tisch und schütze deinen Kopf mit deinen Händen. Solltest du am Ende unter Schutt eingesperrt sein, versuche nicht zu rufen. Dabei könntest du Staub einatmen. Schlage gegen eine Wand oder ein Rohr, damit die Rettungsteams dich finden. Statt mit Seife kannst du deine Hände auch mit Asche reinigen. Dies ist zwar nicht 100%ig so effektiv wie Desinfektionsmittel, aber du wirst damit einige Keime besser los als mit einfachem Wasser. Um die Aufmerksamkeit von Rettern und Retterinnen zu erzeugen, sorge mit nassem Laub für so viel Rauch wie möglich. Aber achte darauf, mithilfe einer nassen Decke oder großer nasser Blätter drei Brennbereiche zu schaffen. Eine dreiteilige Rauchsäule ist ein Alarmsignal und wird nicht mit einem gewöhnlichen Feuer verwechselt. Um einen nassen Holzscheit anzuzünden, stelle ihn vertikal hin. Dann schneide so tief wie du kannst einen Stern hinein. Platziere darin etwas trockenes Gras und ein paar Stöckchen und das Ganze geht sofort in Flammen auf. Präge dir ein, wie man ein Alarmsignal mit einer Taschenlampe sendet. Erst drei kurze Lichtblitze, dann drei lange und wieder drei kurze. Jupp, das bedeutet SOS, das internationale Notsignal. Sollte nach einem Sturm oder einem Tornado eines deiner Fenster zerbrochen sein, klebe etwas Tape quer darüber. Das hält das Glas zusammen und schützt dich vor Scherben. Jetzt kannst du es sicher entfernen. Wenn du zelten bist, koche niemals nahe deiner Unterkunft. Der leckere Geruch zieht sehr wahrscheinlich ungebetene Gäste an, alias wilde Tiere. Aus dem gleichen Grund solltest du deine Reste fest in einer Tüte verschließen und weit weg von deinem Zelt an einen Baum hängen. Falls du dich verlaufen hast und Schnee deine einzige Wasserquelle ist, iss ihn auf keinen Fall. Dein Körper muss mehr Energie aufwenden, den Schnee zu Wasser zu erwärmen und du dehydrierst. Schmelze ihn zuerst und trinke dann das Wasser. Um an einem windigen Tag ein Feuer zu machen, grabe etwa 30 cm voneinander entfernt zwei Löcher. Ihre Größe und Tiefe hängen davon ab, wie groß dein Feuer werden soll. Dann grabe einen kleinen Tunnel, um sie zu verbinden. Jetzt legst du in einem der Löcher ein Feuer, während das andere es über den Tunnel mit Sauerstoff versorgt. Sollte dein Haar während eines Sturms zu schweben beginnen, bedeutet das, dass gleich ein Blitz einschlägt. Wechsle sofort den Standort und verstecke dich im Gebüsch oder zwischen einheitlichen Felsen. Hocke dich hin, leg den Kopf zwischen deine Knie und decke deine Ohren mit deinen Händen ab. Solltest du dich in einer Wüste verlaufen, aber Lebensmittel und Wasser dabei haben, versuch nicht viel zu essen. Das macht dich nur noch durstiger und dein Wasservorrat verschwindet viel schneller. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.